Wunderschönen guten Morgen. Sonniges Wetter in Thailand, bisschen warm, leichter Wind. Das ist in der Nähe von Kowat. Ja, man liest ja viel in YouTube und so über Thailand mit Auswandern. Ja, viele lachen darüber und so. Es ist mir egal, ich lebe hier, ich liebe das Land auch sehr und so. Und jeder sagt immer seine Vor- und Nachteile. Ja, ich möchte mal das ein bisschen auch klarstellen, ja. In jedem Land, wenn man auswandert, hat man Vor- und Nachteile. Das habe ich selbst immer gesehen. Ich habe dann nie mit gerechnet, was ist da gut, so. Viele denken immer, ach, Deutschland ist ein Schlaraffenland. Macht die Augen auf, sage ich. Ich habe durch meine erste Scheidung viel erfahren, was Hilfe und Sozialsystem ist und so. Auch wenn du krank bist, du musst kämpfen. Da bekommen andere schon leichter. Ja, die denken immer, man kriegt alles. Ja, okay, Krankenkasse ist in Deutschland nicht frei. Du bezahlst dafür was und das ist Zwang. Das ist das Problem. Und in Thailand macht das der Gouvernant. Arbeitslosengeld zahlst du auch, aber dann musst du deine Hose ausziehen, um das zu kriegen. Genauso das Sozialsystem, was du da bezahlt tust für deine ganzen Steuern. Ja, wenn man das so sagen würde, viele sagen, Krankenhaus sind frei für Leute, die in Thailand leben. Nein, die müssen auch den Arzt bezahlen, wenn sie nachmittags kommen. Und wenn sie morgens ins Krankenhaus kommen, dann ist das so voll. Das ist das staatliche Krankenhaus. Privaten Krankenhaus, okay, das sieht alles gut und Service schön aus, ja. Kannst in Deutschland auch gehen, in den privaten gehen. Und so, da musst du einen Teil zubezahlen. Das, in Deutschland hast du auch eine freie Wahl. Und was bezahlst du denn da für den Service, dass die um dich kümmern und allem und dran? Die Krankheit wird überall das Gleiche behandelt. Nur wenn du ein bisschen Luxus haben willst, dann kannst du in Deutschland auch Privates gehen. So rosig ist das staatliche Krankenhaus, praktisch gibt es keine staatlichen Krankenhaus mehr, das sind alles Gesellschaften jetzt und so. Ich war ja schon viermal, fünfmal im Krankenhaus, zweimal wegen meinem Rücken, dreimal wegen Herzinfarkt. Ja, und ich bin kein Typ, der im Krankenhaus ist. Wenn ich mich wieder wohlfühle, muss ich raus, sonst werde ich verrückt. Das ist das Problem. Ja, und das ist das Gleiche wie hier in Thailand. Okay, ich bin ein bisschen anders versichert, weil meine Frau ist eine Beamtin, da ist man ein bisschen anders versichert auch. Auch bei den staatlichen, aber du hast ein Anrecht, ein bisschen zuzubezahlen, kriegst ein Einzelzimmer. Ich war 4 Tage in Quarantäne für Corona im Hospital, weil ich auch mit einem Problem mit dem Herzen gehabt habe. Mein Puls ging ja runter und so. Ja, und aber sonst habe ich keine Gefühle gehabt. Nur ein bisschen Probleme mit dem Kreislauf gehabt, wie man so auf Deutsch sagt und so. Ja, da habe ich ein Einzelzimmer gehabt, mit meiner Frau zusammen. Ja, und dann das Essen, okay, war nicht gerade das Spitze und so, aber man kann sich bestellen, auch mal was außen. Und in Thailand ist das Essen so billig, da kannst du auch alleine was außen, außerhalb was bestellen, was du nicht mal in Deutschland machen kannst und so. Ja, und Arbeit, um mal so sagen. In Deutschland bekommst du ja keine Arbeit, auch wenn du dich bemühst. Entweder heißt das, hast du das gelernt, hast du Erfahrung da drin? Das ist die Frage immer. Und dann heißt das immer, das bist du alt. In Thailand ist das nicht so. Arbeit kannst du überall finden für einen Billiglohn. Ja, viele sagen, ja, ich würde in Thailand nicht arbeiten. Ja, wollen wir mal so sagen. Ich habe in Amerika $30 die Stunde verdient vor 10 Jahren. Das war mein letztes Gehalt. 32,50 habe ich gekriegt. Ja, plus $30 Spesen pro Tag. Da würde ich mal sagen, ich will in Deutschland nicht arbeiten. Ich habe $1,300 in die Woche verdient. Natürlich habe ich 40 Stunden da gearbeitet. Manchmal auch 50 Stunden. Kommt drauf an. Wenn man sowieso im Hotel ist, arbeitet man 10 Stunden. 4 Tage und Freitag früher Schluss. Ja, in Amerika habe ich auch die ersten Jahr keinen Urlaub gekriegt. Den zweiten habe ich nur eine Woche Urlaub gekriegt. Da war er noch großzügig, brauchte er nicht und so. Pflicht war das nicht. Ja, und
Ich habe dann nachher 3 Wochen hochgearbeitet. Jedes Jahr bekomme ich 2 Tage dazu. Ja, Weihnachtsgeld ist auch nicht Pflicht, aber er hat Weihnachtsgeld bezahlt und Weihnachtsessen, wie sie es gehört und so. Und dann haben wir sowieso immer 3 Tage Feiertage frei an Weihnachten. Ja, und das ist in Thailand nicht so. Aber in Amerika ist das ein bisschen teurer als wie in Europa. Man kann sagen 1:1. Ja, und das muss man das Gleiche auch hier in Thailand rechnen. Und das Geld kannst du auch leben. Ja. Und viele verstehen das nicht. Okay, wenn ich 15.000 Thai Baht im Monat verdiene, das ist ein bisschen happy. Hier muss man schon rechnen, so ungefähr 20.000, 25.000. Dann kannst du gut leben und so. Ich kenne welche auch, die hier Englisch unterrichten als Lehrer und so. Die kommen aus Europa oder aus Deutschland. Ja, die sind glücklich und können mit ihrem Geld gut leben. Ja, das ist das. Nur solche Leute, die haben woanders nicht gearbeitet und nicht gelebt und können auch nicht sowas entscheiden. Das ist das Problem und so. Das findet man überall, dass das immer so sagen würde, da will ich nicht sein und so, nur als Urlaub und so. Nein. Ja, da frage ich mich eigentlich, wenn das so ist, warum kommen sie in dieses Land, dann sollen sie auch in Deutschland bleiben. Ich kann über Deutschland auch viel kritisieren und so, was nicht gut ist, aber was soll das denn? Damit muss ich leben, ist das System. Und jedes Land hat ein System. Das ist das. Gerechtigkeit oder was Soziales. Ja, das denkst du nur im Kopf, solange du ein gutes Leben hast in Deutschland. Aber wenn du mal krank bist oder wirklich mal alt bist und kannst nicht mehr arbeiten, dann frage ich mal, wie ist das System denn? Da musst du kämpfen. Das ist das Problem. Nur jeder denkt immer, es ist alles so schön in Schlaraffenland und so. Ja, habe ich als Kind auch gedacht. Nur die erste Scheidung, da habe ich die Augen aufgemacht. Einmal, wo ich mit meiner Frau zurückgekommen bin für ihr Studium ein Jahr aus Amerika, da habe ich das auch gemerkt. Da habe ich richtig gemerkt, wie du dich behandelt wirst. Wie ein letztes Scheißdreck. Da schicken sie mich mit zum Asylantenschiff. Laut nach Gesetz heißt das, du bist dennoch gemeldet, wo du zuletzt abgemeldet hast. Ja, so habe ich es auch gedacht. Und dann helfen sie ja. Nee, mich haben sie überall hingeschickt in Hamburg. Das ist das Problem. Sogar auf dem Asylantenschiff. Die haben gedacht, ich bin Asylant, da kriegst du wenigstens was. Die haben mich auch zurückgeschickt. Bis ich nachher in den Ortsamt gewesen bin, wo ich eine Pension gehabt habe in Finkenwerder, da habe ich den richtig auf den Tisch gehauen. Da habe ich gesagt, ich gehe nicht raus, bevor ich keine Geld kriege und keine Wohnung zugewiesen kriege und so. Wegen den scheiß Paragraphen 5-Schein, was da immer dran hängt und so. Ja, das ist Papierkram, Deutschland und so. Jeden anderen kriegt so einen Asylantenunterkunft und so. Aber als Deutscher bist du der letzte Dreck und so. Genauso wie man wirklich krank ist, mit dem Rücken kaputt und so. Ach wieso, du hast noch einen Kopf und 2 Arme, den kannst du auch noch arbeiten. Ja, aber find mal erstmal den Job. Das ist das. Jeder eigene Betrieb hat seinen eigenen und so. Ja, sowas habe ich noch nie in Amerika erlebt. So gefragt hat noch keiner, kannst du das oder kannst du das nicht. Hauptsächlich, du arbeitest gut und dann verdienst du auch gut danach. Die zahlen nach einer Leistung, nicht nach Tarif. Und das ist in Thailand genau das Gleiche. Bist du gut, zahlen sie auch mehr. Das ist das. Schulsystem. Ist keiner auf der Welt heutzutage gut. Das habe ich in Amerika vor 20 Jahren gesehen. Willst du eine gute Schulausbildung haben, dann musst du das privat bezahlen. Das ist in Thailand auch. Wenn du hier ein bestimmtes Schuljahr hast, und das ist finnisch, und du hast kein Geld für weitere Schule zu gehen, dann bleibst du immer noch in dem einfachen Schulsystem drin. Hast du ein bisschen Geld, schickst du ein bisschen technischer Schule und dann lernen sie dir ungefähr in dem Bereich, was du werden willst. Und das finde ich das Gute, da zahlt man drauf. Das ist zwar nicht viel für Leute, die ein bisschen verdienen in Thailand oder im Mittelstand hast. Um mal so zu sagen, in Thailand gibt es Arme, Mittelstand und Reiche. In Deutschland gibt es Arme oder Reiche. Da gibt es keinen Mittelstand mehr. Das ist das Problem. Ich komme mit meiner Rente sehr gut aus. Ich kann mehr erlauben, was ich in Europa nicht leisten könnte. Hier, wenn du sehr schlau bist, kannst du sehr aufsteigen. Genauso viele sagen mit Fahrlangpreisen. Ja,
Ein Touristenort ist das so. Brauchst du dich gefallen lassen. Ich habe es genauso gemerkt, so wie in Europa. Ich habe meine Preisvorstellung, wenn er nicht runtergeht, gehe ich raus. Und die meinten immer, denn wenn du als Fahrland kommst, dann drehen sie mir die Preise hoch. Nein, das tun sie nicht. Ich habe meine Couch erstmal Informationen geholt und das war mit meiner Ledercouch, was ich gemacht habe und so. Und da habe ich mit meiner Frau angeguckt und dann ist er mit dem Preis etwas runtergegangen. Ja, das ist praktisch die letzten Monate gewesen, da gehen sie mir die Preise runter, sagt meine Frau auch und so. Und dann habe ich auch ein bisschen mehr gekauft, dann gehen sie auch schon automatisch runter. Der Preis ist gleich geblieben, egal wenn es Fahrlang ist oder sie kommen. Genau auf dem Markt bezahle ich genau das Gleiche. Und wenn einer ist, guck immer auf die Preisschilder. Da kannst du das sehen und kannst immer noch was runterhandeln. Das heißt nicht immer Fahrlangpreise. Es gibt welche und es gibt auch solche auch in Deutschland, um mal so sagen. Nicht nur in Thailand. Und ich habe hier keine Probleme. Auch bei der Bank und so. Ich kann reingehen, die versuchen, geben sich Mühe, dass sie mein Englisch verstehen. Oder ein bisschen mein Thai ist auch nicht gerade perfekt und so, aber man kann sich unterhalten und so. Genauso mit den Ummelden war auch kein Problem. Wunderbar hat das geklappt. Das hat mal knapp eine Stunde alles gedauert für meine Frau. Nur bei mir, man kriegt ja wieder ein neues gelbes Buch. Nur die haben da meine ID-Karte nicht da, weil ich das zum Drucken, da soll ich 1-2 Wochen warten, kann ich auch alleine kommen. Ja, in das Buch habe ich umgemeldet. Bei Immigration muss ich auch noch hin, weil ich die ID-Karte habe, dann muss ich das auch wechseln, die Adresse und so. Braucht man nicht, aber ist immer besser und so, haben sie gesagt und so. Und da muss ich jetzt nach Kuwait gehen. Nicht mehr nach Saipan. Ja, auch kein Problem, da kenne ich auch nur ein paar Leute so. Man hat überall ein bisschen Beziehung und so. Ja, und die muss man in Thailand auch haben, um zurechtzukommen. Ja. Und man kann nicht vergleichen, so wie Deutschland oder Thailand oder Amerika. Das geht nicht. Man kann kein Land so vergleichen. Was ist gut, was ist schlecht und so. Man muss in das Land anpassen, wie es mir so schön heißt und so. Und es gibt ja viele Auswanderer, die scheitern, ja, weil sie keine Planung haben und gehen einfach rauf auf den. Och, ich habe ja 4-5 Mal Urlaub gemacht, jetzt gehe ich in das Land, das gefällt mir. Das geht nicht so. Habe ich nicht in Amerika gemacht, habe ich auch nicht hier in Thailand gemacht. Ich habe mir das Land erstmal richtig angeguckt, alles so, das ganze System gelesen, im Internet, gefragt Leute und so, die schon länger leben. Man sucht auch Freunde erstmal. Wenn du keine Freunde hast, dann wärst du auch schnell gescheitert und so. Ich sag immer, das ist traurig. Europäer halten nicht so gut zusammen wie die Amerikaner. Die halten sich mehr zusammen, oder die Schweizer. Teilweise, glaube ich, auch. Und du musst schon Deutsche haben, um erstmal deine Sprache zu lernen. Das habe ich in Amerika auch gemerkt. Wenn einer Deutsch spricht und so, war ich schon mal begeistert. Das ist schöner, als wenn du jedes Mal Englisch lernst und so. Aber leider habe ich nicht so viele gehabt da. Ja, und dann musst du es auch das Geld nach haben. Mindestens, dass du reinreisen kannst, ein Jahr leben kannst und das Geld auch, dass du wieder zurückgehen kannst. Das musst du haben. Und du musst immer ein bisschen Geld auf der Kante haben für einen Rundflug. Hast du das nicht, bist du auf den Arsch. Weil jeder, egal in was für ein Land, wenn du da über deine Aufenthalt besteht, stehst, ist das eine Straftat nach Gesetz. Das wird hart bestraft. Ist auch in Deutschland so. Aber in Deutschland ist das noch harmlos und so. Aber kommt immer auch an, wie der Bearbeiter ist und so. Genauso wie ich. Ich habe immer den letzten Tag abgereist. Das heißt, mein Flug geht immer so nach 23 Uhr. Am nächsten Tag. Ich habe gedacht, immer wenn ich im Flughafen bist du zollfrei. Freilich bist du schon aus dem Land. Stimmt nicht. Das ist mir nie aufgefallen, nur beim dritten Mal ist mir es aufgefallen in Thailand, weil ich jedes Mal zum Immigration musste, wenn das am nächsten Tag mein Flug geht, trotzdem du bist im Flughafen schon drin, nach der Abfertigung. Nee, wenn der Flugzeug das Land verlässt oder das Hoheitsgebiet, dann bist du draußen. Aber die haben nichts gesagt.
Die haben nur mal die Tage zusammengezählt und dann mir gesagt, oh, um den Reisepass gegeben. Ja, und danach habe ich mal gefragt, wie das abgeäußt wird. An sich haben sie ja recht, solange du noch im Hoheitsgebiet bist, bist du nur noch Thailand drin, auch im Flughafen. Das ist das so. Aber wegen einem Tag, da haben sie ja nichts gesagt, bis jetzt nicht. Wenn der einer nichts gefällt, der kann sagen, ja, kostet erstmal Geld. Aber die sagen nichts, du fliegst ja sowieso weg. Was wollen sie denn noch? So ist die Frage. Ja, viele wissen das nicht. Und bevor man so in Thailand ist, soll man sich auch ein bisschen mit den Gesetzen beschäftigen und so. Geld abzocken tut weltweit jeder, auch in Deutschland, wollen wir mal so sagen. Aber nur der Deutsche sieht das nicht, wenn er sein eigenes Land ist. Das ist das Problem. Politikmäßig ist Deutschland abgekackt seit 15 Jahren. Aber da sagt auch keiner was. Thailand steht auf. G20-Gipfel war, da sind welche Leute aufgestanden und haben demonstriert gegen die Politik und so. Kein Land hat ein perfektes Politiksystem. Es gibt Länder, was unter Kommunismus ist oder das ist ein Königreich und so. Und die zahlen auch was, tun was fürs Volk, aber theoretisch sind sie hintenrum auch arm dran, aber leben besser. Kann ich auch sagen, Länder, kann man in YouTube auch lesen und so, habe ich auch gelesen. Ich lese gerne viel und das macht der Wissen gut. Ja, genauso wie der eine, der wo sein Haus gebaut hat und seine Frau ist danach abgehauen. Ja, man muss vorher schon sehen, wie die Frauen sind. Da kann ich auch mein Thema bringen. Und so. Ich habe meine Erfahrung auch gemacht. Ich kenne einer, der hat auch eine Erfahrung gemacht, hat auch verloren. Aber der hat keinen Hass und so. Der sagt, ja, Pech, bau neu auf, suche eine neue Frau. Ja, da hat er richtig, steh auf und so. Und ich habe auch gefragt so. Aber wir haben auch vorgefahren, wie sie ist. Schickst du kein Geld und so, dann hat sie mir so ein bisschen bedroht oder erpresst oder so. Dass sie geht, anderen sucht und so. Und irgendwann war er krank geworden und so, dann kriegt er Krankengeld, dann kann er nicht mehr Geld schicken und so. Okay, er hat die Hälfte im Haus bezahlt, sie hat die Hälfte bezahlt, okay. Das sind Unrechte, 15.000 hat er verloren, wie ich das gehört habe. Da kann man drüber lachen und so. Aber in 10 Jahren 15.000 verlieren ist gar nichts. Aber er sagt, dann steht er auf und spart neu und sucht neu, ja. Das ist ein Mensch. Ja, ich war in Amerika auch immer unten, aber ich habe mich durchgekämpft und so. Wenn ich das alles erzählen würde, was ich in Amerika durchgemacht hätte, da werden alle anderen schon auf der Straße sitzen oder nichts machen. Ich sage immer, aufstehen, schlauer werden. Und das ist das Problem. Durch meine Auswandern und viele Länder arbeiten, als Gastarbeiter, ja, da habe ich das kennengelernt, wie man das ist, auswandern und so, da habe ich einen großen Pluspunkt und so. Genauso, ich habe eine gute Frau, die steht zu mir, ja, oft haben wir auch öfter und so, mindestens einmal in der Woche. Sie sagt, wenn ich verrückt bin, bin ich nicht gut, wenn ich nicht verrückt spiele, bin ich ein sehr guter Ehemann, hat sie gesagt, ja. Fremdgehen tue ich nicht, die Chancen hat man hier in Thailand sehr groß, aber für was? Man weiß nie, was der Nächste hat und so. Man soll glücklich sein, was man hat, sage ich immer und so. Ich habe auch eine gute Frau und so. Sie tut viel. Sie hat das Haus eingerichtet und geplant mit mir zusammen. Manchmal hat sie ihren Willen mehr durchgekriegt, als wie ich das wollte. Aber im Endeffekt, wenn ich es mir ansehe, wenn das fertig ist, ist das wunderbar gewesen. Ja. Die achte auf meine Gesundheit auch und so. Sie sagt auch immer, ich soll nicht viel arbeiten. Was du heute schaffst und was du nicht schaffst, das schaffst du das nächsten Tag. Das kommt auf die Schnelligkeit nicht an. Ja, so wie die Thai sind in Isam. Ganz, ganz langsam. Das ist Isam. Ja, das ist das. Wie viele sagen, ich kann das Wetter nicht ab. Und so habe ich auch gedacht. Aber wenn man das länger hier in das Land lebt, gewöhnt man sich an die Anzeichen und so. Ich habe eine Hautverbrennung von 40%. Das ist ja noch schwieriger, weil
da sind die Nerven weg und so, das ist die Frontseite, ist 40% von der Haut weg. Und bis auf den praktisch, bis auf das Gewebe, was du zuletzt hast und so, da sind keine Nerven und so. Da muss, schwitze ich ja schon das Doppelte oder das Vierfache, was andere Menschen hat. Ohne Nerven, ohne Zellen kann der Körper sich nicht regulieren. Das ist mein Problem auch. Ich schwitze sehr schnell. Aber das stört mich nicht. Wenn es zu heiß ist, gehe ich in ein Haus rein oder eine Klimaanlage und allen drum und dran. Man muss sich nur anpassen, sage ich immer. Und das ist in jedem Land. In Deutschland haben wir auch schon heißen Sommer, was man so an 32, 33 Grad geht. Okay, hier haben wir jetzt im November bis März ist das 32 Grad. Manchmal ein bisschen auch unter. Abends 22, 25 fange ich auch an zu frieren. Zuerst habe ich auch gelacht, okay, der Körper ist aufgeheizt. Das, und dann, wenn das ein bisschen tiefer geht, friert man. Aber man gewöhnt sich an die Temperaturen, auch die Luftfeuchtigkeit war ein bisschen schwer für mich die ersten Jahre. Deswegen war ich auch in verschiedenen Zeiten in Thailand, um daran zu gewöhnen und so. 3 Monate ist schon mal gut, aber Gewöhnungszeit braucht man 2, 3 Jahre und so. Ja, ich kenne hier viele Deutsche, die sagen, zurück nach Deutschland, nein, ich will lieber in Thailand sterben, als wie sterben in Deutschland. Ja, kann ich mir vorstellen und so. Wenn ich in Deutschland lebe, habe ich auch teilweise Probleme, genauso wie in Thailand. Man kann Probleme bearbeiten. Das ist das Problem. Viele denken immer, ich will in so ein Land rein, was mir alles so ungefähr zusteckt. Find so nirgendwo und so. Ich habe ein Land nicht vergleichen und das gesagt. Man soll auch nicht sagen, in kein Land sagen, ja, in Deutschland ist das besser, dann ist das besser. Dann sage ich, dann sollst du in Deutschland bleiben. Ja, das ist das Problem. Man kann immer nur zulernen. Ich habe in Amerika zugelernt, vom Bau. Oh, das ist besser. Und so, das kenne ich nicht, das ist gut. Das habe ich in Thailand auch gelernt. Das sind viele Sachen, was in Deutschland nicht kennen. Und das sehen sie nicht und so. Man kann nicht sagen, in Deutschland ist alles gut. Nee, in Deutschland kriegst du auch viel Schrott aus China und so. Und wenn was gut ist, bezahlst du. Ja, und das ist in Thailand auch so. Du kannst Produkte kaufen, was billig ist, was scheiße ist. Du kannst Produkte kaufen, was gut ist, zahlst du mehr. Ist in Deutschland auch. Genauso mit einem Haus, mit Risse und so. Ja, erst wenn du einen kleinen Unternehmer nimmst, so wie hier aus dem Dorf, die reparieren nicht. Du hast ein Jahr, in Deutschland hast du 5 Jahre Garantie. Und jedes Haus setzt sich und das sind Setzrisse, kleine. Und das ist keine Garantiearbeit. Das hast du überall drin und so. Das kenne ich auch in Deutschland und so. Du kannst Glück haben und Pech haben mit solchen Risse und so. Und so wie jetzt, so, ich habe zwar kleine Risse drin, aber das sind so Risse, so wie sie die Blenden angemacht haben. Das wird ja angeschraubt und angeblendet und so. Okay, das arbeitet und so. Das wird noch gespachtelt 2 Mal und abgeschliffen. Dann hast du das nicht. Und Risse hast du überall im Haus, auch in Europa. Nur man soll nicht so pingelig sein. Man kann sich selbst einen Pinsel nehmen und überpinseln und so. Und große Risse und so. Denn ja, dann sind das Baumängel. Das habe ich gesehen, aber das wird auch beiseite gemacht und so. Meine Firma ist keine kleine Firma. Ich habe dran nachgeforscht. Es steckt noch einer drin. Die haben 3 Filialen in Thailand und so. Man braucht nur ein bisschen forschen und so. Man findet das alles raus. Die bauen auch noch woanders. Haben sie noch eine Zweigstelle und so. Und die Firma ist schon mal ein bisschen größer, als wie, wenn man aus dem Dorf nimmt mit 5, 6 Leuten und so. Und man hat ein Jahr Gewährleistung. Das heißt nicht Garantie, das ist Gewährleistung. Und Gewährleistung gibt es auch in Deutschland nicht überall, so wie kleine Setzrisse. Es kommt immer an, wie groß ist das? Ist das noch ein Normbereich? Ist das nicht ein Normbereich? Wenn das nicht im Normbereich ist, wird das gemacht. Es gibt auch viele Baufirmen, die pleite sind, dann sitzt du auch im Arsch. Das ist das Problem. Ich habe höchstens einen Riss. Okay, da habe ich auch das gesagt, die Fugen müssen dünner sein, nicht dicker und so, dadurch kommen die Risse. Aber das sind Haarrisse, die hast du überall, auch in Deutschland und so.
Aber das wird übergepinselt, aber ich habe gesagt, das und sie spachteln und dann ist das auch fertig. Und das haben sie auch gemacht und so. Ja, genauso ein Schloss ist kaputt. Vorher ging die Tür auf und so. Das wird ausgewechselt auch und so. Das sind überall so kleine Mängel. Das kann es auch später haben. Das ist Garantiearbeit oder Gewährleistungsarbeit. Man kann das aus einer Fabrik kriegen, was gut ist, und nach 3-4 Mal benutzen ist es kaputt. Es ist überall. Das ist in Deutschland, das ist auch hier in Thailand. Das ist weltweit und so. Aber hier wird das mehr Anstand und höflich gewechselt und auch entschuldigt. In Deutschland, da kriegst du noch nicht mal eine Entschuldigung. Da schicken sie das in Garantie ein. Da kannst du warten, oder die tauschen das mit Zähneknirschen. Hier wird das anstandslos gemacht und so. Genauso wie Service. In Deutschland kennt man keinen Service mehr. Hier in Thailand, ja. Ich gehe einkaufen. Dann habe ich einmal einen Berater hinter mir schon hinladen. Dann fragen sie mir und so. Dann wirst du beraten, wenn du das nicht kannst. Das ist seine Abteilung nicht, die kommt der nächste und so. Schieben alles zu die Kasse hin, da brauchst du gar nichts. Du kannst reingehen, brauchst nicht mal einen Korb nehmen und einen Wagen. Wenn du bei einem Teil anfährst und kaufst, die kommen mit einem Wagen an für dich und so. Die holen das noch für dich. Ja, und dann laden sie es auf, binden alles fest und so. Und packen das so schön in eine Folie ein, die bauen das noch auf, das Teil. Und die fragen ja auch, wenn sie Zeit haben, dann gucken sie in den Laden, wir bauen das zusammen. Ich lasse das immer zusammenbauen, was alles in mein Auto passt, wird zusammengebaut. Ja, das ist das Schöne. Das hast du noch nicht mal in Deutschland. Die packen das nicht in der Folie ein, so geschützt. Die sagen, das ist fertig gebaut, bitte, und sieh zu. Ja, man muss nicht immer überall kritisieren. Man muss so hinnehmen, wie das ist. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.